Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, wir haben nach mehreren Wochen massivem Regen endlich August, und zwar August in seiner brutalsten Form in meinem Studio, in meinem Arbeitszimmer, ist es nicht auszuhalten. Deswegen bin ich hier in den Wald, etwas Schatten, ein kleines bisschen Luftbewegung. Trotzdem über 30 Grad. Ich weiß nicht, ob man es auf dem T-Shirt sieht. Das ist auch ein bisschen durch, weil ich mein ganzes Equipment in den Wald geschleppt habe. Aber hier ist es eindeutig angenehmer. Heute kommt ein Video, was wir ursprünglich geplant hatten, gar nicht auf meinem Kanal zu veröffentlichen. Es war eigentlich gedacht, dass Florian von Flom89 das Ganze veröffentlicht. Aber wir haben uns dann kurzfristig umentschieden. Deshalb ist der Schnitt und auch die Sprachverteilung vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich freue mich wie Bolle, oder wir freuen uns wie Bolle, euch diese Idee präsentieren zu können. Seid gespannt, jetzt geht es los. Wir sind hier gerade beim Axel zu Hause, haben ein paar Videos abgedreht und sind auf die ein oder andere coole Idee gekommen, die für euch durchaus relevant sein könnte. Ja, ich würde sagen, wir hauen unsere Ideen mal so ein bisschen raus, oder? Ja, hau mal raus. Genau, also grundsätzlich geht es darum, wir wohnen beide im Rhein-Main-Gebiet und wir laden natürlich jeden, der möchte, herzlich dazu ein. Wir überlegen uns, ein Community-Treffen für und mit euch zu machen, hier im Raum, ja, Einzugsgebiet Frankfurt letztlich, würde ich sagen. Gell? Ja, also ich würde sagen, Umkreis um Frankfurt plus minus 30 Kilometer. Wir haben schon ein oder zwei Lokationen im Kopf, aber natürlich noch nichts festgemacht. Genau, konkret soll es ein lockeres Beisammensein sein, mit Essen, Trinken. Wir werden wahrscheinlich auch die ein oder andere Uhrenmarke zumindest versuchen zu akquirieren, sodass wir ein bis zwei Marken auch vor Ort haben werden, die für und mit euch Uhren vorstellen, sich selber auch nochmal vorstellen, dass man auch so ein bisschen Look and Feel hat, je nachdem, welche Marken da sind, der jeweiligen Kollektion dann. Und Zeitraum hatten wir auch angedacht schon, gell? Ja, wir hatten mal so ganz grob ins Auge gefasst, aber nagelt uns bitte nicht drauf fest. Das erste oder zweite März-Wochenende nächstes Jahr. Deshalb so lange, weil jetzt ist Sommerzeit, dann wäre bei uns der nächste freie Zeitraum gewesen. Ende November, Anfang Dezember, aber da gehen die Weihnachtstreffen los. Januar, Februar ist oft das Wetter nicht so richtig dolle, deswegen auf den März. Es ist noch kein fester Termin, aber ihr könnt euch ja schon mal das gedanklich im Hinterkopf halten. Genau, wir wollen das Ganze möglichst locker, möglichst unkompliziert aufziehen. Das heißt, wir werden eine Anzahl an Plätzen festlegen, die ist noch zu bestimmen, damit wir das auch von der Menge an Leuten regeln können. Das Maximum, haben wir gesagt, wird irgendwo roundabout, nagelt uns da bitte nicht drauf fest, zwischen 30 und 40 Leuten liegen. Das heißt, wenn ihr wirklich Interesse habt, gerne auch mal einfach eine Mail oder eine DM an Axel und mich schicken, dass wir einfach wissen, wer hat prinzipiell Interesse, wie viele Leute haben prinzipiell Interesse, ohne dass wir jetzt schon wirklich ganz konkret in der Planung sind. Aber für uns ist es natürlich ein super Indikator und wir wissen, macht es Sinn, an diesem Format weiterzuarbeiten, so wie wir es aktuell im Kopf haben, oder sind Änderungen erforderlich? Ich denke, das wäre hilfreich, oder? Absolut. Und die Idee ist, eine Lokation zu finden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist, wo man sehr nah parken kann, wo ein bezahlbares, nicht unbedingt First Class und 5 Sterne, aber sehr bezahlbares Hotel in der Nähe ist. Es wird was zu essen und zu trinken geben. Wie das verrechnet wird, müssen wir noch im Detail anschauen. Und neben den Marken, die kommen, natürlich ganz wichtig, es ist hoch willkommen, wenn ihr auch eigene Uhren mitbringt zum Angucken. Unbedingt. Also bringt gerne so viele Uhren mit, wie ihr euch wohlfühlt. Es ist auch vollkommen egal, welche Marken, was die Uhren gekostet haben oder aktuell zum Marktpreis wert sind. Das spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Jeder, der sich für Uhren interessiert und seien es irgendwelche Modequarzuhren, und das meine ich nicht abwertend, ist willkommen. Hauptsache ein Grundinteresse an Uhren ist da und natürlich das Interesse daran, sich mit uns und in der Community sowie mit den Marken auszutauschen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen jetzt auch mit dem Event nicht irgendwie Millionen scheffeln, sondern werden das Ganze einfach hinsichtlich des Aufwandes, der an Essen und Trinken und Raummiete erforderlich ist, 1:1 weitergeben und freuen uns dann einfach mit euch als Community einen schönen Abend zu haben, weil wir festgestellt haben, oder einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann es losgeht, gell?
Weil wir festgestellt haben, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint, dass wir glauben, unsere Communities zum einen überschneiden sich oft und zum anderen sind super kompatibel miteinander. Ich denke, das habe ich für uns beide so sprechen können. Ja. Wir haben natürlich im Vorfeld abgesprochen, welche Ideen wir haben. Jetzt ist mir doch gerade noch eine Idee gekommen, die wir nicht abgesprochen haben. Wir haben 2-3 Marken im Kopf, die wir gerne ansprechen würden. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt kommt der Punkt, der nicht abgesprochen ist. Ja, ich bin gespannt. Falls ihr es eine gute Idee fändet, wenn auch ein Uhrmacher oder sowas dabei wäre, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Top-Idee, ja. Dann würden wir gucken, ob wir vielleicht einen Uhrmacher finden, der auch kommt. Denn es gibt ja doch viele Fragen, zu denen es Mythen und Halbwissen gibt. Und nicht jeder von uns hat einen kompetenten und vertrauenswürdigen Uhrmacher um die Ecke, den er jeden zweiten Tag irgendwas fragen kann. Tatsächlich habe ich da sogar schon jemand im Kopf, den ich fragen werde. Ich weiß nicht, ob wir an denselben gedacht haben. An denselben. Also du wirst von uns hören, wenn du dich angesprochen fühlst. Nee, finde ich eine super Idee, dass wir auch die technische Seite nochmal abdecken. Und es geht ja letztlich darum, dass die Community sich kennenlernt, dass im Austausch steht. Aber ich finde, ein gewisser Wissenszuwachs oder die Bestätigung von irgendwelchen Sachen, die man gehört hat, oder die Widerlegung dessen, ist natürlich ein super Benefit. So kann man seinen Horizont erheblich erweitern. Ja. Nee, das machen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, auch Markenideen gerne reinschreiben. Ich meine, sowohl Axel als auch ich haben teilweise sich überschneidende Marken immer mal wieder im Fokus, wo wir auch glauben, die würden gut zu diesem Event passen. Die werden wir dann zu gegebener Zeit auch entsprechend anfragen. Logischerweise macht das keinen Sinn, wenn wir jetzt 2 Marken haben, die ein ähnliches Produktportfolio haben. Wir wollen euch dann natürlich auch möglichst verschiedene Sachen zeigen können und verschiedene Marken sowie verschiedene Modelle dementsprechend präsentieren können. So sieht's aus. So sieht's aus. Haben wir was Wichtiges vergessen jetzt ad hoc? Zeithorizont, was, wer, wie, wo, wann? Nö, passt, glaube ich. Passt. Genau. Das einfach mal jetzt von uns eine Idee, von der wir gerne hätten, dass ihr uns Feedback gebt. Hättet ihr Interesse daran? Würdet ihr kommen? Hättet ihr vielleicht eine Idee, was man noch ergänzen oder anders machen könnte? Letztendlich werden wir dann in die tiefere Planung gehen und auch versuchen, das natürlich entsprechend zu berücksichtigen. Und ich würde sagen, wir halten euch auf beiden Kanälen immer mal up to date. Sowohl via YouTube, via Instagram, wie auch immer ihr uns erreicht im persönlichen Gespräch, können wir da gerne Feedback geben, sofern wir zwei uns entsprechend schon abgesprochen haben. Ja. Nicht, dass es aneinander vorbeigeht. Nein, wir haben eine Grundidee, aber noch nichts Konkretes. Genau. Also sozusagen nur eine Early Warning. Genau, also vormerken gerne die ersten 2 Märzwochenenden und wir halten euch up to date. Ja, wenn es euch interessiert, schreibt es euch in den Terminkalender, merkt es euch vor. Wir freuen uns drauf und hoffen, viele von euch bei unserem geplanten Event sehen zu können.